Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Company of Heroes 2. Jawohl, wir starten jetzt in die nächste und mittlerweile achte Kampagne. Sieben haben wir hinter uns gelassen. Und ja, wieder Hauptmann und los geht's. Wir waren zu Leningrad Front aufgeschlossen, aber der Kampf war noch lange nicht vorüber. Es waren immer noch Zellen von Deutschen zu beseitigen. Sie kämpften wie Ratten, die in die Enge getrieben wurden. Kurze Einführungsgeschichte. Den Guten haben wir ja letzte Folge bzw. letzte Episode ja kennengelernt. Das ist ja der ich glaube, das war ein Kommandant, ne, der irgendwie in Leningrad gekämpft hatte. Jetzt also die Mission bzw. die Kampagne Panzerjagd. Wir befinden uns im Januar 1943 in den Außenbezirken von Leningrad in der UdSSR. Nach Operation Iskra war Leningrad sicher vor der deutschen Eroberung und besser versorgt als seit über einem Jahr. Die neue Versorgungslinie war ein Segen für die hungernde Bevölkerung und die Soldaten der Leningrad-Front profitierten ebenfalls davon. Die nächste sowjetische Offensive bei Leningrad sollte weniger erfolgreich sein und die Blockade sollte bis Januar 1944 andauern. Kurz nach Operation Iskra akquirierte die Rote Armee eine gefürchtete deutsche Waffe, die eine Entgegnung der Sowjets erforderte. Ich wollte gerade schon sagen, was liest du da für einen Scheiß? Feuerpanzerbrechende und hochexplosive Geschosse auf die Zahnräder, die Laufräder und die Ketten. Das wird den Panzer aufhalten. Feuer mit hochexplosiven Geschossen auf die Räder, wenn ihr einen Panzer angreift. Benutzt auch Panzerabwehrgranaten und Minen. So sagte es der sowjetische Artilleriejournal. Ja, kurz noch eingeführt, die letzte Episode lief ja schon viel besser. Ich musste überhaupt nichts nacharbeiten. Alles wie geschmiert, wie gedruckt, so wie es sein sollte. Und ich hoffe, dass es heute auch wieder so ist. Und dass wir jetzt ganz anständig, wie beim letzten Mal, auch wieder spielen und wahrscheinlich auch versagen werden. Aber das sehen wir dann jetzt. Ihr seht hier also, wir starten hier mit 3 6er Rekrutentrupps und da ist eine Munitionskiste. Boah, ich muss das wieder leise machen. Die sind einfach viel zu laut, die ganzen Stimmen da. Ich muss sie auch immer mega runterdrehen. Oh, Kontakt. Kontakt ist nicht gut. Ach Gott. Hat er gedacht, hier der kaputte Panzer. Sei ein Feind. Ah ja. Ich kann gerade nicht viel sagen, weil die ja ständig hier quatschen. Links und rechts jeweils ein Außenposten. Oh Gott, das ist nicht gut. Die Panzerung ist zu dick. Ja, was soll ich da jetzt gegen tun? Ja, da kann ich ja nicht, kann ich ja mit meinen Pistolen machen, was ich will, ne? Ich glaube, der macht jetzt kurz einen Prozess mit unserem Panzer hier. Das ist halt die typisch, sind halt die typisch deutschen Panzer. Zurück. Schnürt die Stiefel. Das wird den Wind abhalten. Zeit zu marschieren. Speichern? Okay.
Wir speichern. Jetzt schon? Habe ich schon so viel erreicht? Boah, geil. Kommandant, wir können keinen Tiger hinter unseren Linien binden. Wir schicken weitere Kräfte, aber mehr können wir nicht entbehren. Zerstören Sie den Tiger. Diese PTRS wird noch nützlich. Ach du Scheiße. Warum ruckelt das denn jetzt hier gerade so die ganze Zeit? Ich verstehe das gerade nicht. Irgendwie gerade die ganze Zeit so kleine Frame-Anbrüche. Also gut. Na gut. Was haben wir? Minen und Sprengsätze. Wir könnten sie platzieren und den Tiger in eine Falle locken. Wir haben auch Panzerbüchsen. Aber die können gegen ihn nichts ausrichten. Im Dorf könnte es zurückgelassene Waffen geben. Eine Panzereinheit hat uns gesichtet. Das Kommando hat uns wenig gegeben. Wir müssen im Dorf nach zurückgelassener Munition für unsere Sprengexperten suchen. Wollen, dass ich dahin gehe. Oh Gott, das ist aber gerade nicht so geil gelaufen. Da hat der Panzer uns direkt schon gesichtet. Sollen wir etwas sprengen? Panzer wird Blut fließen. Okay. Müssen wir also mal hier oben rum. Versuchen wir den erstmal ein bisschen zu umgehen, den Panzer. Auf dem Weg. Jetzt haben wir natürlich schon jemanden verloren, aber scheiß mal drauf. Eine Pack. Unterwegs. Pack war Panzerabwehrkanone. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr, sehr gute Alternative. Eine PAK zu benutzen oder auch Pack genannt. Genosse, bereitet diese Kanone für den Einsatz vor. Der Trupp braucht eure Hilfe. Anschließend. Bewegen uns in feindliches Territorium. Die wir sogar mitnehmen können. So, also wir haben hier eine Pack, die wir so aufstellen werden. Jetzt haben sich hier ein paar Leute verkrochen. So, wir nehmen jetzt hier unsere... Kommt hier ruhig hin. Hier unsere Yogis und legen ein paar Minen auf die Straße. Wie können wir... Warum können wir denn keine Minen? War das hier? Treibstofflager, Munitionslager, Tellermine. Oh, da macht da irgendwer was kaputt. Also, wir legen da ein paar Tellerminen hin. Du auch. Tellermine. Direkt daneben. Legen wir direkt mal ein paar Stück. Dann machen wir die Lockvogeltaktik. Okay. Gut. So, wir haben da jetzt 12 Granaten stehen. Wir haben ja eine PAK, also eine Panzerabwehrkanone. Bewegung. Und ich würde sagen, wir ziehen alles hinter die Linie. Ihr auch. Hinter die Linie. Und die Scharfschützen werden jetzt unsere Lockvögel sein. Die können schön vom Weiten auf den Panzer schießen oder ihn anlocken. Hier hat doch irgendwas, ist doch irgendwas kaputt gegangen. Der muss doch hier irgendwo sein. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. Was ist das? Munition? Sichere Territorium. Ah. Da ist sogar noch eine Panzerbüchse. Könnt ihr euch die Panzerbüchse nehmen? Könnt ihr euch auch die Panzerbüchse? Dann nehmt ihr euch die Panzerbüchse. Wir haben das Territorium. Sehr gut, wir haben ein Territorium erobert. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo der scheiß Panzer ist. Scharfschützen unterwegs. Wir warten jetzt natürlich erstmal, bis hier unsere Jungs die Pack genommen haben. Und dann mit hierhin. Wir sind auf dem Weg. Hinter die PAK. Jetzt Richtung Straße. Oh. Wenn Sie wollen, dass ich dahin gehe. Stellungswechsel. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. Na, wo ist er? Da war er doch gerade. Marschbefehl. Da oben ist er. Fährt irgendwas kaputt? Unterwegs. Moment.
Mir fällt da gerade was ein, wenn ich die hier so stehen lasse, dann werden die doch einfach umgenietet. Das heißt, wir müssen die ein bisschen abseits stellen. Aber wo stellen wir die hin? Schauen wir so einfach hier hin. Okay, machen wir es so. So, jetzt wieder zu den Scharfschützen und Panzer suchen. Scharfschützen unterwegs. Na, wo bist du? Bewegen uns in feindliches Terrain. Kleiner dreckiger Panzer. Arschloch, kommt er von hinten? Bereit machen zum Stellungs. Marschbefehl. Lauft! Brauchen BTRS-Trupp unterwegs. Unterwegs. Na, kommst du uns nach? Ha? Leute, setzt die Feldkanone. Scharfschützen unterwegs. Panzerabwehr unterwegs. Na komm. Wo bist du, hä? Unterwegs. Panzerabwehr, komm her. Leute, wir rücken Panzerabwehr, greift Panzer ab. Bringen uns um. Wir verlassen die Gegend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu Befehl. Nein, nicht umdrehen. Feindlicher Panzer und jetzt unterwegs. Schnürt die Stiefel. Scheiße, hat er jetzt die ganzen Tellerminen kaputt gemacht? Mit dem einen Schuss, ja? Schließt euch diesem Trupp an. Das ist ja jetzt genial gelaufen, würde ich mal sagen. Oder liegen da noch welche? Ne, ich glaube, die hat ja alle in die Luft gejagt. Dieses blöde Scheißteil, ey. Jetzt jagen wir hier so einen Panzer hinterher. Bereit machen zum Stellungswechsel. Panzerabwehr unterwegs. Oh Gott, das ist nicht gut. Der wird hier wieder hinkommen. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Ich gehe. Ihre Befehle, Genosse. Rekruten, dieser Trupp braucht mehr Männer. Also ich bin noch total unorganisiert hier gerade. Da, Gardisten hier. Frontowiki-Trupps sind eingetroffen. Diese PTRS wird beim Laufen ziemlich... Frische Rekruten sind eingetroffen. Leute, wir so, mal gerade neue Rekruten holen. Folgt meinen Spuren, dann wird's einfacher. Das Ding hier gehört uns, das bringt uns aber eigentlich nichts. In Ordnung, wir rücken dorthin vor. Da ist er. So wird man zum Helden der Sowjetunion. Verdammt! Diese Panzerbüchsen sind nutzlos! Stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Machen Sie es schnell! Wie nutzlos? Was heißt denn hier nutzlos? Pioniere bereit! An die Arbeit, Männer! Da? Pioniertrupp! Wir brauchen Ersatz! Ich bin gerade total sprachlos, weil ich wieder wie immer ein bisschen überfordert bin. Sofort! Panzerabwehrschützen unterwegs! Und los! Wir haben das Feuer auf uns! Machen Sie es schnell! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir gerade die Leute wieder zusammenpacken. Er braucht Verstärkung! Der ist aber auch so schlau und fährt da nicht drüber, diese olle Potsau, ne? Wir sind unterwegs. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die denn jetzt kaputt machen soll. Frontowiki-Trupps sind eingetroffen. Was ist das? Jetzt stehen uns Panzerabwehrgranate. Wie weit können die? Oh Gott. Was muss getan werden? Ich guck mal, ob die Panzerabwehrgranaten irgendwas gegen den bringen. Da oben ist er. Da sieht man, das ist ja geil, dass man das dann... Ein verdammter Panzer greift uns an! Ihr wollt hier bestimmt nicht sterben! Los! Erwischt den Panzer mit einer Panzerabwehrgranate! Sehr schön! Frontowiki-Trupps sind eingetroffen! Wir machen das jetzt einfach suicide-mäßig! Rekruten sind eingetroffen! Ja, du musst uns schon hinterherkommen, du blöder Panzer! Wenn du uns haben willst! Bewegung! Ja, hier! Komm uns hinterher! Ha? Wie wär's? Hier lang. Komm. Werden
vom Panzer angegriffen! Achtung! Sie haben ein Ziel? Genosse? Gut, hier hat es mir Panzer gar nicht gefallen. Ja, ja, Panzer im Anrollen, das weiß ich, deswegen. Er wendet und flieht! Was? Wahrscheinlich flieht er zum Flugfeld, nördlich von hier. Marschieren! Haha, wir haben es geschafft, Leute, er flieht! So muss das sein. Zeit zu marschieren, Genossen! Aber wir erobern jetzt erstmal hier noch die restlichen Punkte und vorher legen wir noch die Truppen zusammen. Da kann einer hin. Schließt euch diesem Trupp an und kämpft zusammen. Enttäuscht uns nicht. Da kann noch wer hin. Hier ersetzt jene, die ein vorzeitiges Ende ereilt hat. Meine Ohren sind da eingefroren. Fehlt einer. Der Trupp braucht eure Hilfe. Anschließen. Rekruten, schließt euch diesem Trupp an. Und dieser Trupp braucht mehr Männer. Wir können da noch einen hinpacken, dann haben wir soweit alles. Wir holen uns nochmal neue und erobern dann hier oben das Gebäude. Das hier. Beziehungsweise das Gebiet. Sehr gut. Einmal rein und dann einmal bitte erobern, würde ich sagen hier. Da sind sogar noch hier Munitionskisten. So, Panzerbüchse. Wir werden es fürs und ihr nehmt euch da noch die Munitionskiste. Da oben ist noch was. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Die Position gehört uns. Da oben ist noch eine Munitionskiste, die wir uns auch gerade noch unter den Nagel reißen. Brauchen Sie Unterstützung durch leichte Panzerabwehr? Sehr gut. Gehen, genau. Immer nur gehen. So, jetzt nehmen wir uns hier die ganzen Leute mit. Und hier oben, das wird jetzt als nächstes erobert. Diese PTRS wird beim Laufen folgt meinen Spuren, dann wird's einfacher. So, wir nehmen einfach direkt alle hintereinander hier nebeneinander weg und wenn was kommt, wird drauf geschossen wie beim Verrückten. Aber die Panzerabwehrkanone dürfen wir nicht vergessen. Leute, setzt die Feldkanone in Bewegung. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht Stop. Werde. Bewegen uns in feindliches Hier sieht es mir gerade sehr gefährlich aus. Wir haben keine Grenadiere oder ähnliches. Uns bleibt also nur Wir gehen. Der offene Kampf. Wir sind auf dem Weg. Aber auf dem waren die Russen ja ziemlich stark. Panzerabwehrschützen unterwegs. Das hat ja letztlich auch den Sieg hier gekostet. Diese bittere Kälte. Und diese richtig hohe Durchhaltevermögen der Russen. Wir erobern jetzt also erstmal hier dieses kleine Lager. Hier oben war auch noch irgendwo eine Kiste, die nehmen wir mit. Keine Frage. Und dann geht's rüber und hoffentlich treffen wir da dann nochmal den Panzer, dass wir ihn dann endgültig den Chaos machen können. So, also, wir gehen hier durch das Buschwerk. Arbeitet man sich als Mann sehr ungerne durch, aber... Na gut, so, was ist das hier? Noch eine Pack. Bitteschön. Richtet sofort diese Panzerabwehr her. Marschbefehl bestätigt. Bringt die Panzerabwehr. Wir sind also auf dem Flugfeld angekommen, wenn ich das hier richtig sehe. Jetzt müssen wir warten, dass unsere Jungs die zweite Pack holen. Und dann heißt es voll besetzen. Ihr ersetzt jene, die ein vorzeitiges Ende ereilt hat. Wir erwarten Befehle. Es ist das Privileg eines Soldaten, sich zu beschweren. Warten! Und der Trupp braucht eure Hilfe. So, jetzt sind wir mit zwei Packs gerüstet. Das sollte wohl helfen. Wenigstens wird uns die Bewegung warm halten. Ziel und alles drauf. Oh, was ist damit denn jetzt passiert? Gardisten, vorwärts! Na kommt, alles drauf hier. Jetzt kann sich kein Fahrzeug mehr von der roten Armee verstecken. Voll drauf! Wozu habe ich denn hier die Packs? Was? Proto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Na kommt! Da sieht man mal die deutsche Qualität. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Genosse.
haben seine Ketten erwischt. Er sitzt fest. Wir sind bereit. Ausschwärmen! So, ausschwärmen. Soldaten bereit. Was soll ich jetzt machen hier? Wir haben das Feuer! Wir hin? Warum schießen die denn nicht da drauf, ey? Nimm das, du Miststück! So sieht's aus.